Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht weiter im Bildeprojekt im LS22. Welche Traktormarke ist für dich die beste? Das ist ja eine Frage, die sowohl im Real Life sehr oft gestellt wird oder beziehungsweise auch ungefragt beantwortet wird, aber auch im RP spielt es eine Rolle, denn Hannes hat sich einen neuen Traktor zugelegt. Und welche Marke das denn ist und wie Sally das findet, das erfahren wir jetzt im Video. Start! So, weiter geht's in Folge 2 aus Woche 26. Wir haben in der ersten Folge unser Feld angesät. Und in dieser Folge stringen wir noch einmal fix drüber, bevor hier schon wieder nächster Monat ist und wir das schon wieder, ja, das Unkraut bekämpfen müssen. Theoretisch müsste auch jeden Moment Hannes vorbeikommen. Ich hoffe eigentlich ein bisschen, dass ich es schaffe, vorher noch zu striegeln, weil das wäre tatsächlich echt ärgerlich, wenn ich das nicht schaffen würde. Aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Warum lässt die zwei nicht bieten? Ah, ich befürchte, dass sie das nicht machen würden, weißt du? Ich befürchte, die würden nicht mitbieten. Und ich will auch nicht... Sally will ja auch nicht die Verliererin sein am Ende. Sie will ja schon grundsätzlich halt mit einem Gewinn aus der Nummer rausgehen. Oh, klingt das furchtbar. Ganz furchtbar. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Date für einen guten Zweck versteigern lassen. Das ist schon wieder irgendwie, das ist schon wieder süß. Das ist wie bei Bauer sucht Frau mit Hofwoche, wo man zwei dann, zwei nimmt man mit nach Hause für eine Woche und dann entscheidet man sich für einen. Das ist doch die Hofwoche, oder? Bei Bauer sucht Frau. Aber wie schnell das jetzt auch wieder zappenduster geworden ist, ne? Das ist krass. Das ist wirklich beschissen an diesen blöden Wintermonaten. Aber es müsste jetzt von Monat zu Monat besser werden, dass es länger hell ist. Die Dunkelheit wieder. Man kennt's, man kennt's. Das wäre die andere Überlegung für die Wunschmod, die ich noch offen habe. Eventuell eine Mod, die die Nacht heller macht. Ja, das stimmt. Ne? Für eine Hofbegehung ist es tatsächlich gerade nicht so optimal. Weil ich halt auch noch keine Lampen so richtig verbaut habe auf dem Hof. Nur so ein bisschen. Ah, die Rennstrecke kommt relativ zum Ende, weil ich nehme ja mit der Rennstrecke auch viel Feldfläche weg. Deswegen will ich die Rennstrecke jetzt noch eigentlich nicht so schnell machen, sondern wirklich erst in den letzten Wochen. Das kostet mich sonst einfach zu viel, kostet mich einfach zu viel Feldfläche sozusagen. Jo. Ich hasse es, dieses Striegeln, ohne dass man was sieht, ne? Das ist echt schlimm. Kerze anmachen auf dem ganzen Hof. Flutlichtanlage, ja. Also man kann Flutlicht bauen, ja, aber das ist halt nicht sonderlich hübsch, ne?
Die Pappeln müssten eigentlich wachsen, aber die sind ja winzig noch, also da sieht man ja noch nichts. Ja, der Weg zu Feld 18 ist, also da ist ja, sind die Bäume sind ja weg. Das heißt, man kommt da ja tatsächlich durch. Wartet mal, ich glaube, ich wende hier einmal kurz. Dann haben wir nämlich diesen kleinen Teil hier schon fertig. Und fahre hier nochmal runter. Der Weg zu Feld 18 ist jetzt nicht so super wichtig. Weil die Bäume sind da ja weg. Also wir müssten, das Einzige, wir müssten halt diese Kante da einmal wegterraformen. Mal gucken, ob ich da in der nächsten Baufolge dran denke. Weil dann kann man ja schon dahin fahren. Es hat nur einfach keinen Weg aufgemacht. Ach so, warte mal. Ah nee, jetzt habe ich ja das Feld wieder abgeerntet. Nicht abgeerntet, sondern neu bestellt. Sprich, also jetzt müsste ich's. Jetzt müsste ich doch einen Weg machen. Habt ihr recht. Naja, gucken wir mal. Vielleicht denke ich in der nächsten Folge dran. Hannes chillt halt einfach beim Händler. Pfiff. Das sind lange 10 Minuten. Nee, ich glaube 13 Monate sind es für Pappeln, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir wollen die ja eh nicht ernten. Deswegen haben wir die ja jetzt auch schon so früh angepflanzt, damit die auf jeden Fall bis zum Ende des Projektes halt groß werden können. Also das sollte, denke ich mal, ganz gut aufgehen, wie wir uns das gedacht haben. Die Pappeln verfaulen nicht, weil wir nicht mit saisonalem Wachstum spielen. Deswegen verfaulen die nicht. Ja, ich denke auch, es ist nicht verkehrt, dass er nicht da ist. So kann ich hier ganz entspannt mein Feld noch striegeln. Naja, das stimmt. Mal gucken. Können wir ja gleich dann, das ist eine gute Sache für die Nacht, das Wasser auffüllen. Das passt dann ganz gut. Pappeln sind, boah, ich weiß gar nicht, 2-3 Monate erst da. Also die sind klein, sind die auf jeden Fall noch. Ja. Die poppeln. So, Ferser fragen, wie es läuft alleine? Warum denn? Warum sollte ich? Ich habe doch gerade mit ihm telefoniert. Ich habe auch schon überlegt, ob er sich irgendwas beim Händler holt, wie das Motorrad.
Ist jetzt die Frage, aber wir wollen ja eigentlich nirgendwo hinfahren. Soll ja eigentlich nur vorbeikommen. Ich denke, wir haben alles ganz gut getroffen hier. Zum Striegeln. Ich denke, das hat gepasst. Sehr gut. So, wie weit ist denn eigentlich das Feld? Ach, guckt mal. Ich glaube, das geht echt ganz gut auf hier. Mit dem. Das Stück hier ist jetzt noch zu ernten in dem Monat. Wir haben es 19:30 Uhr. In einer halben Stunde wird die Zeit beschleunigt. Das heißt also, das sollte eigentlich ziemlich gut aufgehen, dass wir da dann, dass das dann passt. Wir können, wir füllen jetzt, glaube ich, wirklich als erstes mal unsere Gewächshäuser auf. Ich glaube sogar, unsere Freiluftgärten haben gar kein Wasser mehr, kann das sein? Ich glaube. Dem Kalken einen Auftrag geben, ja, das können wir dann immer noch machen. Wenn die 28 abgeerntet ist. Ich muss mal dann gucken, ob ich es selber schaffe, die Ballen wegzusammeln. Das zeitlich passt. Wo steht denn eigentlich? Der steht, mein Wasseranhänger steht bei den Gewächshäusern, oder? Ich glaube, da hinten. Wäre mal interessant, ob das eigentlich auch mein... Oder steht der hier? Nee. Scheiße, wo steht denn der? Ach, da unten. Ach, nevermind. Okay, ich bin vorbeigefahren. Ich dachte irgendwie, der steht hier hinten. Können wir gleich mal fix mal den Schafstall hier füllen. Warum wird Wasser da nicht angenommen? Ist der voll? Wasser wird hier nicht angenommen? Ach so, weil es dahin angenommen wird. Never mind. Ich habe mich gerade schon gefragt, seit wann diese Triggerpunkte so weit auseinander sind. Okay. Ich dachte gerade kurz, die sind am gleichen Ort. Okay, ich schaffe es heute, glaube ich, nicht mehr hier gut einzupacken. Es wird auch einfach nichts mehr. Wow. Das haben wir. Hannes hat aber echt keinen Bock vorbeizukommen, ne?
Die Kühe? Ich habe keine Kühe. Ich habe nur Schafe und Hühner. Mehr habe ich aktuell nicht. Na, aber Bescheid sagen, dass er nicht vorbeikommt, hätte er ruhig mal machen können. Nö. Aber ich habe ihn ja auch beim letzten Mal versetzt. Also ist es durchaus gerechtfertigt. Okay. So, ja, die Freiluftgärten sind leer. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ah, der nicht. Komischerweise nur einer. Hä? Ist ja merkwürdig. Okay, die sind voll, Subi. Dann fahren wir rüber. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich gerade nicht den kleinen E-Traktor nehme. I don't know. Kann ich nicht beantworten, die Frage. Weil ich irgendwie gerade mit dem JCB so, ja, am Machen war. Ich liebe diese Ecke hier hinten. Finde die so schön. Ach, verbraucht Baumwolle echt mehr Wasser? Darüber, das wusste ich gar nicht, dass die unterschiedlich viel Wasser verbrauchen. Das macht natürlich total Sinn. Da kommt er! Oh! Da muss man erstmal meckern. Ist das ein Fendt? Hat er sich etwa den Fendt gekauft? Knock, knock on having door? Hallo? Hallo? Hast du einen neuen Traktor? Sag mal! Ja, eben gerade gekauft. Aha. Seit wann stehst denn du auf Fendt? Sag mal. Was denn? Ich laufe hier nicht umsonst mit Fendt-Klamotten rum. Ah ja, darauf habe ich noch nie geachtet. Warum hast du denn dann bisher nur Massey Ferguson gehabt? Kein Geld? Weil die günstiger sind. Ach so. Und der war jetzt erschwinglich? Ja, ich habe meinen Massey Ferguson gegen den outgetaut und habe jetzt 115 PS mehr. Ach, du hast ihn sogar ausgetauscht. Wie viele Traktoren hast du eigentlich, Hannes? Zwei. Zwei? Also den und noch einen Massey Ferguson jetzt, oder was? Noch einen kleinen Massey Ferguson für Haut und Hof, überall reinzukommen und rauszufahren und so, ja. Und dann halt mein Transport-Buggy da. Und willst du aber komplett auf Fendt gehen auf deinem Hof? Weiß ich noch nicht. Mal gucken, ich denke schon. Aha, ist ja interessant. Wieso? Nee, nur, ich muss tatsächlich gestehen, ich kann diesen Hype um Fendt immer nicht so doll verstehen. Wieso? Also ich finde die halt, also, ich muss mal kurz Motor ausmachen. Also ich finde die halt nicht so schön, weißt du, wie immer alle sagen. Wieso nicht? Also ich finde andere schöner. Ich weiß nicht. Also ich finde, das Design von denen ist halt extrem geil. Ja, ist also okay. Also nur die Optik. Also das ist ein schöner, muss ich sagen. An zweiter Stelle kommt dann auch, muss ich ehrlich zugeben, auch wenn mir, auch wenn viele das immer ein bisschen runterreden oder so, aber an zweiter Stelle kommen dann auch schon die Deutschen, ne? Also von der Ach, Optik. Wirklich? Ja. Aha. Nur von der Optik. Rein die Optik. Echt? Und was hältst du hier von meinem JCB? Den findest du nicht schön? Ich meine, er ist jetzt dreckig, ne? Das darfst du natürlich nicht beachten. Ja, also nächstes Mal muss ich ihn vorher putzen, wenn ich hier eine Bewertung abgeben will. Ja, ich habe ihn tatsächlich. Habe ihn tatsächlich vorhin geputzt und dann war ich jetzt aber schon auf dem Feld wieder unterwegs, weißt du? Und deswegen, naja. Ja, ich weiß nicht. Also,
Klar, das ist natürlich kein leckter Traktor, ne? Mhm. Aber so optisch, ich weiß nicht, der ist mir halt einfach so rund. So rund? Ja, der ist hier vorne so rund abgerundet, die Schnauze runtergerundet und weiß nicht, einfach so rund alles. Einfach viel zu rund. Ah. Ja, den gibt's halt in Pink, weißt du? Der sieht so griffig aus, weißt du? Ja, den Fendt gibt's halt nicht in Pink. Ja, das ist natürlich, ehrlich nicht? Nee, und das ist schlecht. Hm. Ja, das ist halt windschnittig, ne? Wie schnell fährt dein Fendt? So wie alle Fendt, mächtig. Hm. Naja, so viel dazu. Toll, jetzt soll ich dir also wie hier so? Im Stockfinsteren... Ach, nur so. Nur so. Wie schnell fährt denn deiner? 72. Die 2 km/h, die machen natürlich auch nachher den Ofen fett, ne? Ja, der ist halt windschnittig, weißt du? Wäre der Fendt ein bisschen runder, wird der vielleicht auch so schnell fahren. Ja, gut. Mhm. Vielleicht, man meint es ja nicht, ne? Ja. Aber ja, vielleicht hat er recht. Ja. Aber ja, Mensch, das ist jetzt zappenduster. Soll ich dir trotzdem ein bisschen den Hof zeigen? Der, du hast mich ja eingeladen. Ich hab dich eingeladen, ja. Hab ja gedacht, komm mal in 10 Minuten vorbei. Gut, es sind ja 20 geworden. Das war jetzt aber lange 10 Minuten. Ja, was soll ich denn machen? Naja, aber ich kann das nachvollziehen. Ist in Ordnung. Also ich finde, du... Weißt auch, wie das mit der Zeit ist. Manchmal läuft die so rapide, da kommt... Ja, das stimmt, da hast du recht. Die Uhr auf einmal ist eine Stunde später. Ja, da hast du recht, Also ich finde, du bist hier tatsächlich schon im schönsten Teil meines Hofs. Ich mag den sehr. Also erstmal, mein Hof ist natürlich sehr so natürlich, ne? Also das ist ja alles sehr natural gehalten und hier darf gern alles wuchern. Ich hab noch was für dich mitgebracht. Oh. Ja, Toni? Elu hat Feierabend, würde ich nur sagen. Alles klar, bist du denn fertig geworden mit der Baumwolle, die schon Erntereifer? Genau, die Erntereifer ist fertig. Ich habe den Baumpflücker am Feld stehen lassen und da geht's dann morgen weiter. Super, das hat doch super gepasst. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend, ne? Bis morgen. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, ciao. Jo. Ciao. So, du hast mir was mitgebracht? Ja, hier so frisch gepflückte Unkrautblumen von meinem Feld. Unkrautblumen? Bei Natur. Also Natur pur und Unkraut vergeht ja nicht. Deswegen dachte ich mir, vielleicht das optimale Getränk für dich. Ha. Ja, okay. Mit den Löwenzahn dabei und so. Weiter, so ein bisschen. Ja, das habe ich auch gemacht, als ich 4 war für meine Mama. Ja, gucke. Habe ich auch Löwenzahn gepflückt. Hat dich bestimmt auch gefreut, oder nicht? Naja, also aus Kindersicht habe ich damals gedacht, sie hat sich gefreut. Aber jetzt aus Erwachsenensicht glaube ich, das war schon nur gespielt. Nein, die hat dich mit Sicherheit gefreut. Hm. Ja, ich stell die dann nachher ins Wasser. Also kommt ihr erstmal mit Natur pur an und jetzt ist Natur pur doof, oder was? Ja, na, die Natur darf halt hier wachsen, aber ich, weißt du, du hast die ja jetzt rausgerupft, weißt du, und einfach so getötet quasi die Natur. Nein, die habe ich aufgedammelt, nachdem der Trecker rübergefahren ist, um die zu töten. Na, das macht's jetzt aber nicht besser, das war ja dein Traktor, oder? Ja, aber ich habe dir, nee, das war der Lula. Aber in deinem Auftrag. Ich gerettet, um dir quasi die Möglichkeit zu geben, die Watte und so weiter. Ne? Mm. Ja, ich schmeiß die einfach in meinen Teich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Cool. Ja. Okay, also komm, jetzt Hofführung. Also hier bist du schon tatsächlich im schönsten Part irgendwie so von meinem Hof. Aktuell zumindest. Okay. Hier drüben, hier sind meine Freiluftgärten. Weißt du, hier mit ein bisschen Baumwolle. Und hier ist so ein kleiner Brunnen. Und dann habe ich noch einen zweiten Freiluftgarten, da sind Sonnenblumen drin und hier entstehen 2 so Bienenhäuschen. Weißt du, weil das ganze Konzept ist ja, also ne, das ist ja hier so ein Familienbauernhof. Mhm. Also macht man ja so Familienurlaub und hier können die Kinder halt so ein bisschen was, ne, über die Pflanzen lernen, können die mit den Eimerchen und können die Sachen gießen und so, ne? Mhm. Ja, das ist diese Area hier, ist natürlich alles noch nicht fertig, ne, das Unternehmen ist noch beauftragt. Gegenüber hier ist eine Pferdekoppel, aber da habe ich noch keine Pferde. Die kommen erst später. Ist auch Natur pur. Ja, es ist Natur pur, oder? Ist schön. Ja, so. Dann, also, ne, hier wird natürlich alles noch gestaltet. Ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen kahl. Ja, dann komm mal hier mit hochgelaufen. Doch, das anstrengend. Ja, hier ist es jetzt ziemlich dunkel. Also hier drüben ist mein, das ist mein Haus. Ui. Können wir auch mal reinlaufen. Das ist quasi der Hintereingang hier bei meinem Haus. Mit meiner Terrasse. Und... Zeigst du allen erst den Hintereingang von deinem Haus? Es kommt immer drauf an, wie es so läuft. Okay. Ja, genau. Ja, und hier mit so einer kleinen, ne, guck mal, so eine Schaukel, wo man so romantische Abende hier am Teich und so verbringen kann. Boah, das ist echt hübsch. Ja, dann ne? Gut, dass ich im Dunkeln komme, dann sehe ich wenigstens die Lampen hier mal. Ja, das stimmt, aber es sind auch ein ganz anderes Feeling. Gibt wenig Lampen hier bisher, deswegen, naja, ist das hier noch der hellste Part. Ja, genau.
Dann geht's hier drüben natürlich auch raus, ja klar. Und jetzt verlier mich nicht, Hannes, ne? Dass du hier nicht, ja, dich nicht verläufst auf dem Hof. Hier hinten ist jetzt noch ein bisschen der ungebändigte Teil, muss man sagen. Ungebändigt. Also, ja, hier ist jetzt alles noch ein bisschen kahl. Hier stehen die Geräte einfach so rum und so, weißt du? Bisher ist nur magst hier hinten. Magst du kahl oder magst du eher alle dumme Wachten? Also, mein Hof kann ruhig wuchern. Okay. Also, ja. Aber ansonsten mag ich's kahl. Okay. Also auf dem Hof ja und so Feld und so nein. Ja. Also halt so, meinen wir das gleiche, Hannes? Jetzt bin ich mir unsicher. Ja, ich meine schon dein Hof. Du hast ja eben gerade gedacht, jetzt noch alles mit den kahl. Deswegen habe ich gedacht, magst du eher kahl oder bewachsen? Ja, also auf dem Hof mag ich es gern bewachsen. Okay. Ja, genau. Okay, genau. Ja, hier hinten ist halt so die Ecke, ne, mit meinem Silo und meinem Palettenlager. Ja, Tourment, hat er gedacht, ja. Ja, ach guck mal, hier ist sogar Bello. Bello? Bello, ja, ist da unterwegs. Moment. Siehst du Bello? Ja, der bitte ich, ne? Nee, das ist ein ganz lieber. Kannst du Ball werfen und so, das ist ganz nett. Oh, der. Ja. Ja, genau. Ist er eher Hund oder Katze? Ich schon eher Hund. Okay. Sonst hätte ich ja Bello nicht. Sonst hätte ich ja eine Katze. Jo. Ja. Jeder so wie will. Wie ist das bei dir? Hast du ein Bello? Nee, ich habe noch keinen Fifi. Noch, aber du willst dir was holen? Ein Getier? Ja, so einen kleinen Hund, der nur mit denen aufpasst, wenn ich nicht da bin. Ne? Nicht, dass der Willi kommt und dein Würstchen noch irgendwo reinhängt oder so. Okay. Nimmst du denn eher so einen kleinen Chihuahua oder sowas? Würde für dein Würstchen reichen, ja, aber nein, ich bräuchte was Größeres, wenn er aufpassen soll. Ja, okay, verstehe ich. Ja, also du, es war mir jetzt nicht bewusst, dass du dich so gut mit dem Würstchen von Willi auskennst. Ja, also er heißt Willi. Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, deine gut. Dann wollten ihn auf jeden Fall bestrafen. Ich weiß noch nicht mit was. Vielleicht findest du das ja auch. Ich bin da jetzt nicht so interessiert dran. Ja, also hier drüben sind meine Schäfchen. Guck mal, die sind alle am Schlafen. Die kleinen, süßen, schlafen gerade hier alle. Dann ist hier gegenüber, ist hier auch so eine richtige Wohlfühl-Area. Weißt du, mit so einem schönen pinken Bäumchen. Hier hinten können sich wieder die Kinder austoben. Ja, wie ein paar Gewächshäuser mit ein bisschen Salat drin, ein paar Tomaten, ein paar Erdbeerchen. Ne, können die dann auch alles selber ernten und so, wenn die reif sind. Und hier drüben sind dann meine kleinen Hühner. Die schlafen auch gerade alle. Mhm. Ja, genau so. Die Kinder müssen aber auch total auf Natur dann stehen, ne? Naja, aber welche Kinder mögen denn Natur nicht? Und ja, so. Weiß ich nicht. Ich meine, die kommen ja hin auf den Bauernhof, um halt Action zu haben und nicht im Gewächshaus rumzulaufen. Ja, Action kann man auch haben. Aber das kommt noch. Ich kann dir schon mal. Ich zeig dir jetzt eine Sache, Hannes, okay? Die habe ich noch keinem anderen gezeigt. Okay. Aber die ist auch noch nicht fertig. Es dauert noch ein bisschen. Komm mal mit. Guck mal hier. Also hier ist jetzt noch kein Zaun, aber hier kommt da noch ein Zaun hin. Und guck mal, siehst du hier vorne? Das sind Pappeln, die hier vor uns stehen. Ja. Und das wird ein Pappellabyrinth. Ein Pappellabyrinth? Ja. Eieieiei. Genau, also noch ist es hier halt, ne, noch sind hier einfach nur Pappeln, aber wenn die irgendwann mal groß gewachsen sind, machen wir hier ein richtiges Labyrinth raus. Nicht schlecht. Das ist schon mal ein bisschen Action. Ich sag mal so, es kommt noch mehr Action. Ihr wollt alle irgendwann meinen Hof nicht mehr verlassen, du, ich sag's dir. ihr wollt hier alle spielen wie die kleinen Kinder irgendwann, wenn meine ganzen Pläne umgesetzt sind. Die Rattenfängerin, oder was? Die Rattenfängerin? Ja. Mit der Flöte durch die Stadt laufen und dann auf den Hof und dann, oh, guck mal, hier, nee, wieder gehen. Nee. Also ich, naja, mal gucken, wie es läuft. Weiß ich jetzt noch nicht. Möchte ich mich jetzt auch an der Stelle noch nicht festlegen. Ach so, dann geht's hier unten weiter. Ja, mit den unordentlich, ne? Und ja, das ist alles, das kommt noch. Ich verbrauche das gerade noch alles mit der Zeit. Ach doch. Ja, und hier unten ist dann, ne, da vorne ist ja hier meine Einfahrt. Hier kommt man ja erstmal auf den Hof drauf. Und hier hat man es halt hübsch, ne, mit meiner Werkstatt hier gegenüber. Hat man hier so eine kleine Insel. Hier ist mein Benzintank und mein kleiner Waschplatz hier. Mhm. Und dann ist halt hier mein Unterstellstand für meine ganzen Geräte. Aha, ja. Ja. Auch mit dem bewachsen. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, hier darf alles wuchern. Mhm. Ja, genau. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die ich dir noch zeigen kann. Also hier ist das ist jetzt nichts was Besonderes, ne, aber hier ist halt ein Müllplatz. Da steht halt mein Müll. Mhm.
Das ist ganz zauberhaft. Recyclinge wichtig, ja. Richtig. Ja, und das hier ist, das sind halt meine kleinen Empfangshäuschen hier. Also das ist die Anmeldung, ne? Wenn man dann die halt. Anmeldung. Naja, wenn man halt zum Erlebnishof kommt, dann ist also weiter in die Richtung da drüben, kommt der Parkplatz hin. Und dann läuft man hier lang und hier meldet man sich dann an, wenn man den Urlaub gebucht hat, weißt du? Ach so, Erlebnishof bei Delhi. Genau. Interessant. Ja, das ist der Stand bisher. Nicht schlecht. Gefällt's dir? Ja, die doch super aus. Schön, das freut mich, Hannes. Könntest du dir vorstellen, hier zu wohnen? Ja, also. Abgeneigt ist man natürlich nicht. Es war noch nicht fertig, aber es sieht schon mal sehr gut aus. Also, der Taut da oben gefällt mir auch. Hat einen dünnen Taut gebaut. Danke, das freut mich. Habe ich aus so einem Katalog, weißt du? Das hat schon mal jemand anders gebaut und dann habe ich mir gedacht, Mensch, nehme ich mit. Ach so? Mhm. Hat mir gefallen. Trittbrettfahrer nennt man sowas, glaube ich, ne? Trittbrettfahrer, echt, ja? Ich hätte jetzt gesagt Nachmacher oder so, aber wenn das woanders so existiert, dass man sagt, oh, das gefällt mir, das brauche ich auch. Echt? Das nennt man so? Ich glaube, ne? Das wusste ich nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Naja, es ist ein schöner Hof, sehr familienfreundlich. Also, ne, ich hoffe natürlich auch, dass dann meine Kinder hier irgendwann mal rumspringen und rumrennen. Ja, können ja passieren, ne? Ja. Also, ich habe... geht manchmal schnell. Genau, ich habe die Vertragsunterlagen schon aufgesetzt für den Umzug. Oh, das ist ja schön. Hat du schon Kinder? Nee. Ach so, hat dich so angehört. Wegen Umzug und so. Ja, ich meine deinen Umzug. Mein Umzug? Ach so. Hat du dich gerade entschieden, Telly? Ich gucke einfach, wer als erstes einschlägt, weißt du? Okay. Dann werde ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Nimmt mir bestimmt nicht übel, oder? Macht es. Nee, ist gar kein Problem, Hannes. Werte. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Du musst ja auch noch mal ein, zwei Stündchen vielleicht schlafen. Ja, genau. Ich lege mich jetzt auch noch mal schnell hin. Braucht kein Töner als Schlaf, ne? Also, normal. Oh, danke, nicht. Hannes. Weißt du doch. Ja. Dann wird dir auf jeden Fall eine angenehme Nachtruhe und ich verschwinde so leise, wie es geht. Alles klar. Ja, dann sehen wir uns, ne? Alles klar. Bestimmt bald. Tschüss. Ach ja. Naja, Hannes ist ja auch noch nicht ganz sicher, aber Sally auch nicht. Toll. Das war... Jetzt haben wir das endlich mal geschafft, hier Hannes mal unseren Hof zu zeigen. Folge 2 ist damit auch durch. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was deine liebste Traktormarke ist. Ich muss aus Erfahrung sagen, dass die meisten da wirklich in Richtung Fendt tendieren. Es würde mich aber wirklich auch mal interessieren, ob doch auch ein paar andere Firmen vertreten sind und ob mir auch ein paar bei meiner Zuneigung JCB gegenüber zustimmen würden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video wie immer einen Daumen nach oben gibst und gerne auch ansonsten Kommentare schreibst. Lass gerne auch ein kostenloses Abo da, falls du es noch nicht gemacht hast. Und schau natürlich wie immer auch gerne bei meinen Kontrahenten vorbei. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video danach schon wieder.